Eigentlich haben vermutlich Frauen immer schon gewusst, aber aus intrikaten Interessen dieses nie verlautbaren lassen, dass man nur diese beiden Möglichkeiten der Wahl hat, nämlich diese dissipative Aufspannung als Pendelkugelspiel zwischen dem vorderen und hinteren unvermeidlichen Ende mit immer gleichem Ausgang. Entweder so zu verbringen als Simulation oder eben indem man das, was sowieso geschieht, dass das Rhizom, dass das Reale, dass das Sein, dass die Existenz sich der Körper bedient als Sedimentationsmatrix auf diesem genießenden Kugelsphärenfleisch sie hernimmt, um eben die Transformation zu vollziehen zwischen den beiden endgültigen Polen der Eintrittstüre und der Ausgangstüre, und dass man also lediglich die Wahl hat, sich in diesem Hernehmen lassen, machen, an dem ja sowieso nichts zu ändern ist, ein bisschen einzuüben, damit das Ende als ein gewohnheitsmäßiges Begängnis gefeiert wird, mit Pauken und Trompeten, oder eben die andere anaximandrische Wahlseite zu treffen, wie das Kleinkind aufzuschreien, aber das darf ja wohl nicht wahr sein, dass das wirklich der Ort sein soll, gewesen sein soll, an dem all dieses beginnt, der Vertrag geschlossen wird und dann alles verraten wird. Wie heißt das in dem Film Godards? Die Frau fragt, wie hieß die? Ist gleich Carmen, glaube ich, ja. Carmen fragt, wie heißt das, Monsieur? Der Tag ist zu Ende, der neue beginnt und alles ist, jetzt weiß ich nicht mehr, verloren, vergessen, verraten, was weiß ich. Und der Kellner sagt, das nennt man Morgenröte, Madame. Guten Tag, Morgenröte in Tolo am, ich glaube, 7. oder 8.10.2021.